Hallo, meine Lieben. Heute geht es um meinen Kinderwunsch, den ich bereits mit 12 Jahren hatte. Ja, ich wurde oder werde ganz, ganz oft gefragt, wie war das bei dir? Mir geht's genauso. Hast du Tipps? Und ja, ich wollte jetzt einfach mal alles rund um die Gründe und so alles erzählen. Ich hoffe, euch gefällt's und dann, ja, viel Spaß. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich hatte mit 12 bereits meinen Kinderwunsch. Der hat sich einfach langsam eingeschlichen und ich weiß jetzt auch erst, dass ich ihn wirklich schon mit 12 hatte. Damals mit 12 war es mir einfach nicht bewusst. Ich wusste nicht, okay, was ist mit dir los? Was fühlst du da gerade? Was ist das für ein Gefühl? Was stimmt hier nicht? Und jetzt, so im Nachhinein, weiß ich, okay, du hattest einfach einen Kinderwunsch und der ist darauf zurückzuführen, auf meine Vergangenheit. Also meine Vergangenheit ist groß und schwierig und krass und genau auf das Thema weiß ich gar nicht, ob ich darauf eingehen will. Also es gab einfach total viele Probleme und ich bin so ein bisschen ein Sandwich-Kind, sage ich mal. Und dadurch, dass meine größere Schwester einfach eine Behinderung hat und sehr, sehr viel Pflege brauchte, bin ich einfach so ein Kind, der so ein Sandwich-Kind eben. Ich habe wenig Liebe bekommen, muss ich sagen. Ich habe, ja, also ich konnte einfach nicht diese Zuwendung bekommen, die meine Eltern mir gern hätten geben würden, sage ich mal. Also sie würden das alles, glaube ich, auch gern anders gemacht haben, aber dadurch, dass meine größere Schwester einfach sehr, sehr viel Aufmerksamkeit brauchte, weil sie behindert ist, sehr oft im Krankenhaus war und das alles sehr, sehr schwierig war, habe ich einfach sehr, sehr wenig Zuwendung bekommen, als ich ein Kind war. Und dann, ja, kam auch sozusagen das nächste Geschwisterchen, meine Schwester. Wir haben nur ein Jahr Unterschied. Und sie braucht natürlich dann auch wieder, als Baby braucht man einfach mehr Aufmerksamkeit. Und da ist die kleine Maggie dann auch wieder Nebensache, wenn die große Schwester wieder ins Krankenhaus muss und dann haben sie noch ein Baby. Es war einfach so, dass ich einfach sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen habe. So. Dann, oder das hat halt darauf zurückzuführen, dass ich mich dann einfach immer unbeliebt gefühlt habe. Also das war ganz, ganz oft das Problem, dass ich zum Beispiel dann immer der Buhmann war. Also einer musste immer die Schuld haben und das war immer ich. Und das habe ich dann auch irgendwann so hingenommen und es war einfach so, weil ist ja dann einfach so. Man kann da auch gar nichts gegen sagen dann. Aber einfach dieser ganze Druck dann von außen, der ganze Druck, dann wurde ich in der Schule extrem gemobbt. Also das hat bereits in der ersten Klasse angefangen, dass ich total oft gemobbt wurde, immer geschubst. Und ich war eigentlich immer so der Außenseiter und immer der, ja, die Maggie, die keiner möchte sozusagen. Und ja, dann in der zweiten Klasse ist auch etwas passiert in der Schule, was nicht so schön ist. Ja, ich wurde angefasst, sage ich mal. Und das, ja, das prägt einen einfach auch, ne? Ich meine, wenn du, wie alt war ich da? 7 vielleicht? Und dann passiert dir so etwas, du weißt erstmal gar nicht, okay, was ist das jetzt hier? Was passiert hier eigentlich gerade? Und kann sich halt auch einfach gar nicht wehren, sag ich mal. Und sowas, solche Sachen, solche kleinen Sachen prägen einen einfach. Also solche Sachen sind. Das sind kleine Sachen, die aber so eine große Auswirkung haben, sag ich mal. Und dadurch hat sich im Endeffekt ziemlich schnell dieser Kinderwunsch eingeschlichen, dieses Gefühl, du möchtest einem Kind ein besseres Leben schenken, sozusagen. Das hat meine Psychologin mir gesagt. Natürlich war ich bei einer Psychologin, einfach um das Ganze aufzubauen, weil das staut sich einfach alles an und du weißt gar nicht mehr, wohin damit? Und was ist hier los? Du willst das auch gar nicht mehr. Du willst jetzt diese Gefühle nicht mehr und brauchst einfach Hilfe. Und deswegen war ich bei einer Psychologin, einer Kinderpsychologin, die einfach dabei spielerisch geholfen hat, aufzuarbeiten. Und im Endeffekt so, wenn ich jetzt so über die Zeit drüber nachdenke, habe ich gar nicht so das Gefühl gehabt, sie möchte mir helfen oder sie hat mir geholfen. Sondern die hat so das mit so vielen Spielen und so viel Spaß verbunden, dass man das so als Kind gar nicht gemerkt hat, dass man da gerade bei einer Psychologin ist. Und das schätze ich auch ganz, ganz sehr. Und jetzt, wenn ich wirklich so drüber nachdenke, bin ich auch einfach so glücklich über die Zeit und so froh, dass ich wirklich da war. Weil mir das schon einiges, ja,
Aber sie hat mir schon sehr, sehr geholfen. Und wenn jetzt hier kleine Mädchen zuschauen, die sich eventuell auch angesprochen fühlen, die Gleiches durchgemacht haben oder die einfach auch diesen Kinderwunsch haben, wirklich geht zu einer Psychologin. Es hilft einfach ungemein und es ist auch einfach sehr, sehr wichtig. Es gibt diese Menschen, diese Psychologen ja nicht einfach ohne Grund. Und ich selber sehe das nicht so an, dass man jetzt krank im Kopf ist, nur weil man zur Psychologin geht, sondern es gibt einfach gewisse Punkte, die muss man einfach überarbeiten oder aufarbeiten. Ja, dann hat es, wie gesagt, mit 12 ungefähr angefangen mit diesem Kinderwunsch und ich war mir, wie gesagt, einfach nicht sicher. Bis ich ungefähr 14 war, hat das auch gedauert, bis ich mir, okay, bis ich so gecheckt habe, okay, du hast einen Kinderwunsch, daran liegt es wohl alles. Und wo ich dann auch selber alles so gemerkt habe, so wow, okay, das und das und deswegen ist es das und deswegen so. Und bis man das so zusammengeknüpft hat und eigentlich weiß, okay, daran liegt es wirklich alles. Und bis dahin hat es einfach so lange gedauert, also wirklich bis ich 14 war. Und dann habe ich ja schon Felix kennengelernt, hatte aber auch schon diesen extremen Kinderwunsch und habe dann angefangen mit Reborn Babies. Reborn Babies sind Puppen, die aussehen wie echte Babys und auch so schwer sind und so groß sind wie echte Babys und sich einfach auch anfühlen wie echte Babys. Und damit habe ich dann angefangen. Also bei mir war es nämlich so, ich habe damals natürlich als kleines Mädchen eine Puppe gehabt, so eine kleine Puppe Annabelle, so eine Baby Annabelle. Ich glaube, die kennen ganz viele. Und das ist auch, glaube ich, ganz normal, ne? Alle Mädchen spielen mit Püppchen und so, oder fast alle Mädchen spielen mit Püppchen. Und bei mir war es so, ich habe die einfach nicht abgegeben. Also irgendwann ist es ja so, dass Mädchen sich denken, nö, jetzt bin ich einfach zu alt dafür oder man hat einfach kein Interesse mehr daran. Bei mir war es eben so, dass ich sie nicht abgegeben habe. Ich habe eher angefangen, sie wie ein echtes Kind zu behandeln. Ich habe echte Kleidung gekauft, einen Kinderwagen gekauft, einen echten Kinderwagen und echtes Babyzubehör gekauft und habe einfach angefangen, diese Puppe wie ein echtes Kind zu behandeln. Nicht so, dass ich jetzt alle paar Stunden was zu trinken gegeben habe oder alle paar Stunden gewickelt habe, sondern einfach, wenn wir auf den Flohmarkt gegangen sind, einfach den Kinderwagen mitgenommen und das Baby reingelegt. Einfach, dass man das Gefühl hat, man schiebt einfach ein echtes Kind. Und dann mit 14 habe ich dann mir so ein Reborn Baby gekauft, weil mir das mit dieser Puppe einfach zu blöd wurde, sage ich mal. Und ich habe dann gegoogelt nach echt aussehenden Puppen und dann kamen diese Babys eben, diese Reborn Babys und habe mir dann meine erste gekauft. Und das auch alles von meinem Taschengeld und meine Eltern waren auch einfach direkt begeistert und waren nicht so, was machst du denn jetzt? Sondern meine Eltern haben das alles direkt verstanden. Also meine Eltern wussten, okay, das tut ihr gut, dann soll sie das machen. Und so geht es auch jetzt immer noch weiter. Ich meine, ich habe diese Reborn-Babys ja gehabt, bis ich schwanger wurde. Und dann hat sich jetzt durch meine Tochter eben das Hobby so ein bisschen beiseite geschoben. Und das ist auch gut so, bin ich gerade so der Meinung. Und dieses Hobby hat mir wirklich auch sehr, sehr geholfen. Also ich habe wirklich oft, bin ich verzweifelt gewesen und habe mich einfach nur mit meiner Puppe in die Ecke gesetzt und einfach geheult. Weil es einfach auch Momente gibt, wo du einfach nicht mehr kannst. Du willst das alles nicht mehr. Und du fühlst dich so alleine ganz oft. Und irgendwann fing dann auch die Selbstverletzung an, die ich durchgemacht habe. Das war ungefähr mit 15 und ging ungefähr bis ich 16 war. Also es war auch nicht so lange, weil Felix mir wirklich auch einiges abgenommen hat. Also er hat mich so unterstützt und das war wirklich das Beste, was mir passieren konnte, mit ihm zusammenzukommen, weil ich so viele Selbstmordgedanken hatte, dass mir, glaube ich, kein anderer mehr helfen hätte können, außer Felix. Und er war einfach da, er hat es auch verstanden, er hat es auch direkt mit dem Kinderwunsch verstanden und war einfach, er war einfach da. Und das war auch einfach ganz, ganz toll. Also ist mein Kinderwunsch mit 12 komplett auf meine Vergangenheit zurückzuführen, einfach, dass ich einem Kind eine bessere Zukunft schaffen wollte oder eine bessere Kindheit, als ich selber hatte. So hat es meine Psychologin gesagt. Ja, und dadurch wollte ich einfach sehr, sehr schnell Mutter werden und hatte auch einfach dieses Gefühl, ich bin einfach Mama. Also man merkt einfach dieses Kribbeln im Bauch, wenn man Babys sieht und jetzt auch, wo ich meine kleine Tochter habe, ich gehe so in diesen Job auf. Also ich fühle mich einfach jetzt komplett und
Ja, es ist einfach mein Leben, so wie ich das gern hätte. Und jetzt so in diesem Moment bin ich glücklich. Meine Vergangenheit hat klar immer etwas mit mir zu tun, aber es ist nicht mehr so, dass ich mich davon komplett beeinflussen lasse, sondern ich habe es hinten angestellt. Es ist aufgearbeitet und ich habe jetzt hier mein glückliches Leben und kann wirklich sagen, dass mir dass mir vor allem die Psychologin hat mir so doll geholfen und ich würde einfach selber sagen, dass alles, was ich von mir aus selber gemacht habe, zum Beispiel auch mit den Reborn-Babys oder freiwillig zur Psychologin gehen, dass mir das einfach total geholfen hat. Und ja, ich einfach froh bin, dass ich sozusagen meinen eigenen Weg gehen durfte. Ist ja nicht immer so, dass man das darf. Und mir einfach selber sozusagen aus diesem Schlamassel geholfen habe. Ja, genau. So, und jetzt habe ich, glaube ich, genug gelabert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht habt ihr ja Ähnliches erlebt oder ihr habt vielleicht auch einen Kinderwunsch und seid noch relativ jung. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!